Jo, moin Freunde und herzlich willkommen, ihr kleinen, großen, beziehungsweise mittelmäßigen Babus. Ja, wieder dabei mit Battlefield Play for Free, der Fabi und der Alex im Hintergrund, der gerade Mathe-Hausaufgaben macht. Ja, meine lieben Freunde, wir müssen alle im Leben etwas machen. Auch YouTube-Stars wie wir natürlich. Ach, komm schon, auf, komm, auf. Jo, ja, YouTube-Stars, da war der Witz. Ja, ja, ihr hört ihn schon im Hintergrund hier mit seinem kranken Füller da schnipsen und so. Gegeben sei die Funktion. Y gleich f mal x gleich 3 mal Aimbot. Sinus in Klammern 2x. X ist gleich Stopp. R. Ach man, wo war der denn jetzt immer? Fuck the bitch, man, Alter. Oh, also, what the fuck, Alter. 6 von uns, ne, jetzt sind noch 5, haben 0 Punkte. Haben 0 Punkte, weil wir einfach viel zu gut sind. So, Warnschuss, Nummer 1. Jo, wir sind die kranken Babos von Lichtentonne. Jetzt wisst ihr auch, wo wir wohnen. Im richtigen kranken Viertel, Lichtentonne. Das wusstet ihr vielleicht sogar schon vorher, wo wir wohnen. Egal! Babos! Ganz, ganz viele. Ja? Hm. Was bitte? Gibt's ganz, ganz oft Lichtentonne. Echt, wusste ich nicht. Alle Nullstellen der folgenden Funktion. So. Hilfe beim kranken kritischen Kill. Ja, das ist ja richtig. Krank, ich weiß. Ja, aber, Mensch! Ich werde ja gesniped. Au! Bitter, 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 bitter! Steht der Typ mit seiner M24 vor mir und haut mir einen vollen kranken Headshot ins Gesicht. So, hier Leute, 21. Alter! Wieso wir mal alle bei C spawnen? Finde ich scheiße. Ich glaube, ich spawn jetzt demnächst mal Einsatz im Kranken. So, da hat er einen Feind eliminiert. Und einen Retter abgesagt. Retter. Oh, ich bin der Retter. Gut. Wo denn? Fuck, ich werde gesniped. Finde ich nicht so schön. Ha, krank. Teamkamerad geheilt. Und jetzt wird nachgeladen. Jetzt wird nachgeladen. So, wir sind ja erst mit Medic erst Rang 10. Aber das macht nichts, wir sind trotzdem übelst nice. Also ich finde mich sehr schön. Oh, jetzt Switch. Oh ja. Oh, ich finde mich selber geil. Okay, jetzt sind los. Oh Junge. Ah! Was ist das denn? Ein Panzer, Alter. Ein lila kleiner Panzer. Au! Wo ist denn der? Ja, komm, komm raus. Au! Hä? Was? Wo? Sehe ich nicht ein? Ach so, da drin. Gut, jetzt sehe ich es. Mit seiner Elsa da oder wie der Sau ist, sie dran. 25. Also ich auch vorher gekauft, der kleine Jude. Jo! Mit der M27 IAR. Wir zocken mal wieder Oman. Gut, das zocken wir fast immer. Und jetzt kam die Frage, warum zockt ihr immer nur Oman? Das liegt... Ja, die Frage kam wirklich. Du liest ja hier unsere kranken Kommentare durch. Auf jeden Fall kam die Frage, warum zockt ihr immer nur Oman? Und darauf habe ich ganz schnittig geantwortet. Ja, weil das einfach mal die geilste Map ever ist und ich sie einfach nur mag. Oh, fuck, nicht so lecker. Komm. Bleh. Alter! We control the sound. Boom. Das Ding hier nicht weiter abrutschen würde, was ich eine echt klassische Deckung. Natürlich. Aber das Ding rutscht ab und rutscht und rutscht und ich verreck. Oh mein Gott. Oh, Elsa, du kleine Mistgeburt. Oh, ein kleiner Sniper hat eine 18-0 Kanne und 8300 Punkte. Ich glaube, er fliegt Heli. Ich wollte doch beim kranken Dings da spawnen. Jo. Also, Medding. Ist irgendwie geil. So, ich fahr's ja los. Mach, kannst machen, was du willst. Ich finde das sehr geil. Ich finde die Elsa geil.
Natürlich ist die halt geil. Finde aber auch die Waffe geil. Was haben wir denn noch Feines? Ich finde die irgendwie geiler. Ein Argument für das der Funktionswert minus 2,5 ist. Natürlich. Wer braucht's, Alter? Mal ohne Witz. Soll ich das jetzt einsetzen oder was? Natürlich, Junge. Was denkst du, was du machen sollst? Alle Argumente für die der Funktionswert minus. Nee. Was? Och Mann, ich hab den doch schon so gut wie gekillt, Junge. So gut wie nie. Ja, das ist der Witz. So, jetzt setzt er sich in seine kranke Kacke hier und macht einen auf Oberbabo. So. Hä? Ja, soll er rankommen hier in die kleine Spuchtel. Dachte ich mir auch gerade so. So, wo ist denn jetzt deine Babo? Irgendwo ist das Kacke. Ey! Mann, Mathe ist einfach nur Kacke. Ja. Egal, ob du Hausaufgaben machst oder sonst irgendwas, das ist Kacke. Jetzt minus 2,5. Dann geht es ja runter. Dann ist das. Was ist die Hälfte? Nein! Mit der Spaß killt er mich, Alter. Was ist das für ein Jude? Hä? Was ist das für einer? Ja, ich könnte wirklich besser sein. Aber das wissen wir alle. Was ist die Hälfte von 3 Sodel Pi? So, das will ich jetzt wissen. Sehe ich den das da ist jetzt hochinteressant. Alter! Wieso spotten der Toten? Wieso kann er sich eigentlich in den Container rein? Alter, Junge! Nö, das ist nicht ein. So, jetzt, ich berechne jetzt die Hälfte von 3 halbe Pi. Kranke P, Mann. Pi. So, stopp. Durch. War weg. Alter! 3 Viertel Pi, wer hätte es geahnt? Ich nicht. Alter! Also muss. Ja. Jetzt ist aber gut hier. Meine Güte. Ich habe 3 Granaten an dem ausgelassen. Yep, Mann! Oh. Und hast einen gekillt? Nö! Ich hab ihn da erwähnt, da bin ich da mit dem Ding da reingelaufen. Jo, aber ihr seid, jetzt machen wir einfach noch eins. Weil die vom Pionier, wie ich gerade gesehen habe, das letzte Mal Udo noch 19.000 gespielt. Das könnten wir heute schaffen. Natürlich. Warum denn nicht, Junge? Es ist doch erst 17:40 Uhr. Schnucki. So, jo, wir machen einfach mal noch ein krankes Game. Und das ist immer kranker Kanner. So, da können wir uns erstmal ausruhen jetzt. Ich hoffe, er kann fliegen. Flieg du nur, der flieg jetzt! Sag das nicht im Fokus, sag das! Gut! Okay. Jo, jetzt fliegt man ja krank. Ja, kranke Flieger. What the fuck? Was war das denn? Zweite Aufgabe! Wo fliegst denn du lang wieder? Ist das denn ernst? Er kann's nicht. Nee, er fliegt wieder. Der fliegt mit 600 Leben wieder zurück. Ach, Junge. Ich meine, es ist richtig. Hast du einmal getroffen oder was? Nee, es ist ein komischer Chat in uns reingeflogen. Ha. Aber man könnte jetzt auch langsam mal losfliegen, Gung. Gegeben sind die Funktionen F und G. Ja. Fick dich und Gustav. Fick dich und Gustav. Fick dich, Gustav. So. Ja, fick dich, Gustav. Oder Frau Geissens. So. Y-F von X. Ich habe noch genialeren Vorschlag. Wir lassen es einfach. Die Dinger machen echt keinen Schaden, ey. Die machen einfach keinen Schaden. Ich weiß nicht, muss ich eine Tabelle machen. Cool. Drehte kranke Runde und jetzt... Komm. GX. Och, bist du nur dumm, Alter? Ich meine, mein Flieger. Mein Flieger. Alex, hör auf. Bemerkung. Du fliegst jetzt nicht schon wieder zurück, ey. Och, komm! Och, 42 3. Punkte, aber er fliegt wieder zurück, ey. Was ist denn das für einer? Bereich. Ich steig jetzt aus. Was haben wir noch so? Was ist gleich? Worin unterscheiden sich beide? Gib jeweils die kleinste Periode für... Nein, du bleibst wieder da! Gib alle Argumente
mach ein kleines. Ball. Fuck. 0 zu x zu 3 4. Ich hab Bart. Du triffst eh niemanden, ne? Boah. Für die F1 gilt. FX gilt gleich 1. Was soll der Mist? Was? Soll das jetzt X sein? Ich geh raus, Mann. Nee, doch. Hallo, was soll der Scheiß? Was? Aber ich hab noch einen Feind eliminiert, Mann. Geil, Bitch. FX. Ah, da ist die Kolonne, Alter. Was ist das denn? Stell dir da mit dem Was Bahn. Ist denn jetzt FX gleich 1, ja? Ja, da weiß ich's. Gut. Also, würden wir uns jetzt, ne? So, mein guter Freund. Also sagen wir doch gleich, dass Y. Du bist jetzt tot. Ah, nein, das ist lustig. So. Boah, wow, was mit AK, Mann? Oh! AK-47. Die gerade Gleichung. Das ist ein Penner. Das ist. Mit der Wahl eine Fläche vollständig. Oh nein, das ist ein Scheiß. Das jetzt haben wir's. Jetzt wussten wir's. Ich wusste schon die ganze Zeit. Das ist dumm. Ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit. Das ist richtig dumm, hier die Aufgabe schon. Ja! Die gerade boah, der Gleichung. Jetzt kommt er! Jetzt! Nee, jetzt darf ich vorlesen? Ja, lies vor. Ja. Behindert, gut. Mann! Die gerade mit der Gleichung y gleich 1, der Graph der Funktion f und die x-Achse schließen Daniel. Im Intervall 0 zu 1, 0 zu 0 kleiner gleich x, 0 größer gleich x, größer gleich pi, eine Fläche vollständig ein. Markiere in einer Skizze diese Fläche. Ermittle einen Näherungswert für den Inhalt dieser Fläche. Ich muss es nicht wissen. 3 Bewertungseinheiten. Natürlich muss ich das wissen. Gibt's auch eine BLF-Aufgabe für Physik? Ah! 2 Steine werden ins Wasser geworfen. Ja, dann werden, sind sie versunken. Nee, nee, 2 Steine werden unterschiedlich weit ins Wasser geworfen. Berechne, wann die 2 Wellen aufeinander treffen. Verdammte Scheiße, wie soll ich das machen? Ja, das machst du nicht, ich weiß es doch nicht. Naja, du hast ja nicht mal gegebene Größen oder so. Ich hab gar nichts. Ja. Was machst du denn? 2 Steine werden unterschiedlich weit ins Wasser geworfen. Berechne, ja, wann die Wellen aufeinander treffen. Naja, irgendwann. Schreib einfach irgendwann hin. Dann hast du es. Ich weiß es nach 3 Stunden. Schreib einfach, irgendwann wird's passieren. Ich glaube, du kriegst keinen einzigen Punkt, aber kannst auch verlieren. Das würde ich nicht dieses Jahr an der BHF entscheiden sollen. Du könntest theoretisch. So, also ich schreibe jetzt erstmal die Werte bereit hin. So, die erste Funktion, ne, die heißt. So, Krankenfeind eliminiert euch. Was soll denn das heißen, dass das die jetzt in den. Was soll denn das heißen? Also hast wo du gerade. Hast zwei? Du gerade 14 Wurst? Okay. Ich hab gerade Wurst verstanden. Wo war denn die Jungle? Die JNG. Ach, auf dem Kackkran, Alter. Ich kill dich so dermaßen. Ich kill natürlich. Dich. Pi durch 2 ist das doch, glaube ich, oder? Oh Mann, ist das Ding jetzt auch. Pi durch 2 ist. Ist. We went for the Hurricane! Ba 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 ba. Alex, du und deine mathematischen Probleme, die interessiert kein Schwein in diesem ja, ganzen Let's Play. Ich ja, ich meine, ich verstehe es auch. Schreibe ich jetzt einfach das hin. Ja. Was? Ja, ich verstehe es nicht. Nee, ich weiß es nicht, oder? I don't know. Schreib einfach, I don't know hin, Alter. Alter, wir sind in Deutschland. Das hier hat volle Punktzahl! I don't know. Alex, kannst du mir bitte verraten, was das heißen soll? Keine Ahnung. Alter, ey. Ja, heißt einer Daniel. Wo? Der Daniel, der Digga, ja. Ja, was der denn? Daniel, ja, was denn? Das ist doch der Digga. Ja, das ist unser Digga. Unser Digga. 6P. Das ist vielleicht dein Digga, aber es ist. Unser Digga ist das. Ist nicht meiner. So, gib alle Argumente im Intervall an. Ach nee. Für die y gleich 1 ist.
doch treffen. So, der x-Wert soll jetzt was sein? Von 0, x bis 3. Das heißt immer, wenn es oben ist. Das heißt, bei... der wurde erledigt. Geht los mit 0. Mit 15.837 Millionen. Dann ist die erste Nullstelle bei Pi. Ich glaube, es das geht heißt, nicht los mit 8. Halbe. Sag doch einfach 8. Oder 7! 7 ist eine sehr schöne Zahl, Alex. Nee, stimmt aber nicht. Wenn es noch ein bisschen mit der Pi geht, dann passt es. Ja, soll es 7 sein, ja. Woher willst du das wissen, dass es nicht... Wo steht die M24? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Nur 1183 Punkte, Mann. Ich sehe das nicht ein. Will sich ja keiner von mir heilen. 2,5 Pi. Alter, was ist denn dein Problem? Ich will es nicht wissen. Das müsste es eigentlich sein. Ja, müsste. Oder hätte Fahrradkette. So. Jetzt haben wir's. Oh, was? Wieso hab ich denn einen Unfall? Hätte Fahrradkette. Oh, deine Mutter, Alter, ey. Bin ich in die Rotorblätter des Flugzeuges reingelaufen. Bin natürlich gereckt. Natürlich, da hat Battlefield natürlich wieder auf realistisch. Komm noch einmal, so, tot. Kranker Distanzkill bis 35. Runter, hoch. So, meine lieben Freunde, damit verabschieden wir uns ja auch schon wieder. Vom kranken Mathe-Lernbüffel und vom kranken Oberbabo. Haut rein! Alex, sag die kranke Formel. Welche Formel denn? Gell, die ist doch nicht. Ich hab's jetzt. Ja, meine Mutter, Alter. Ach komm, wir zocken einfach noch eins jetzt. Das Let's Play wird ewig. Scheiß drauf. Ach, kacke, da wollte ich doch gar nicht hin. Polen ist nur einmal. Ja, bleib stehen. Polen ist nur einmal. Fahr zu! Komm, auf den Deckel, komm. Junge, jetzt nimmt ihr uns auch die Vorfahrt. Bist du eigentlich nur behindert, Alter? Du kleine Mistgeburt, du hinten hier. Du kleine Rat. Ist der wirklich nur dumm? Also drei. So. Also Alex, jetzt wird's interessant. Jetzt kommt der mathematische Rechner. Pi halbe, ne? Jetzt bin ich wissen. Jetzt. Wetten, das ist 3 Pi halbe? Wetten nicht. Doch, ich bin 3 halbe Pi. Ja! Trottel, du! 3 halbe Pi. Und welchen Punkt noch? 2 halbe Pi. 2 halbe Pi. Nee. Alex, du Kleiner, wieso kriegst du mir eigentlich immer plus 47? Nö! Doch! Von dir lass ich mir nicht das Wort verbieten! Also, mal ohne Witz. Du hast mir hier. Oh, ist 3 Pi! Nie das im. Du willst mir verkaufen, dass das 3 Pi ist? Nie im Leben will ich dir das Leben verkaufen. Genau, das meine ich. Auch. Was ist das denn? Aber eigentlich müsste doch deine Nullstelle sein, ne? Wollte ich ihm auch so sagen, kann er auch nicht akzeptieren. Bei 6 Pi. Redet hoch. Oh, redet hoch. Bei 1,5 die 0, die erste Maximum. Und dann jede irgendwann. Dann geht's runter. Dann ist bei 3 Pi. Hoch, runter, stellen wir jetzt gerade die Nullstelle. Ja, bildliche Vorstellung. Bildliche Vorstellung nicht vorhanden. Ich habe keine Ahnung, von was du redest, ey, ohne Witz. Verreckt. Oder ist das so lang geschoben? Das ist eben nett. Okay. Das wollte dann aber auch. Na doch, hat er sich geschlichen, hat er sich und ist trotzdem direkt. Wie eine kleine Ratte. Müsst ihr dann, ja, genau, das stimmt, ja. Aber das andere geht nicht. What the fuck, ey. Da geht es ja dann wieder runter, ne? Ja, da geht es wieder runter. Haben noch keine Ahnung. Also ist das die einzige? Oh, kranker Kill. Wieso, aber kranker Kill. Schön, die Mehrheit wird es ja auch nicht geben. Ne? So. Wollte ich gerade sagen, die Mehrheit gibt es nicht. Ich habe echt keinen Plan von was. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, von was du redest, Mann. Ne, was denn? Ich habe das hier in meinem kleinen Gedächtnispalast. Der kleine Gedächtnispalast, jetzt packt er aus! Oh fuck, Sniper. So, jetzt geht's weiter. Das wird jetzt scheiße die Augen. Scheiße die Augen. Die gerade mit der Gleichung Y gleich 1, der Graph der Funktion F und die. Ich würde mal wieder runterdocken, ich dachte schon, was geht denn jetzt ab?
Der muss weg, da. Der muss weg. Weg muss er. Nee. Im Bereich 0 bis Pi. Ja, gut. Wenigstens haben wir den. Und die Funktion F. Ba, ba, da, ba, 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 ba. So, übers Gehalt müssen wir aber noch mal reden. Also. Okay, kranke 4 zu 0 KD bringt mir nicht sehr viel. Also machen wir uns halt eine kranke Skizze. Kranke Skizze! Jetzt haben wir's! Es ist die Skizze! Krank, so ein paar dumme Säcke können den Typen nicht aufhalten. Sag mal einfach mal, das ist Pi. Oh, jetzt wurde ich gekillt. Hardy, der Hardy hat mich gekillt. Der Typ, der ist aber auch schwul. Ah! Mensch, was ist denn your problem, Mann? What is your problem? Karabiner! Was ekelhaftes, Alter. Was ist denn das bitte wieder? Jetzt wird ja wohl sehr richtig krank unter Beschuss genommen. Tatsachen. Siehst du, da bin ich von Punkt A weg und dann alles kaputt. Was für eine Scheißfläche wird da eingeschmissen? Sehe ich so aus, als wenn ich das wüsste? Sehe ich so aus, als wenn ich das wüsste? Sehe ich so, als wenn mich das interessiert. Als wenn mich das überhaupt im Ansatz interessieren würde. Ich male einen Halbkreis, Alex. Genau. Das ist die Aufgabe. Alter, what the fuck, man, ey, was ist your problem, man, schock, was ist your problem? So, trigonometrische Funktionen, kann mich mal, wir gehen zurück zum Kreis, For the Hurricane, dieses Jahr mit Kreis angefangen, Höhen- und Quadratensatz, Kreis, what the fuck, man, ist Halbkreis ist gleich. Aua! Ja, ich kann, Mann. 5,2 ist wieder. Ein Achtel mal Pi mal D Quadrat. Mann, ich bin so winzig. Also, rechnen wir ein Achtel mal. Ich bin jetzt auch langsam wieder drin. Also, werden dann hochwertigere Let's Plays folgen. D Quadrat. D Quadrat, also D ist dann der Pi. Warte doch mal bitte. Ja. Was ist denn dein Problem, Mann? Und dann kommt wieder der Panzer, oder was? Ist gleich ein Achtel mal. Nein, das ist es eben nicht. Das so. Ist das Problem, was du Halle hast, Alex. Na, Halle hast. Nein. So, gerundet ist das ein Wert. Du, Alex, 3, sagst 8, hier gar nichts mehr. 3, 8, 7, du hast ein 6. Recht auf gar nichts. So. So, hätten wir die auch gelöst, die Aufgabe. Ich weiß, wenn die den Halbkreis nicht gemeint hat, dann ist es auch weg. So. Wenn nicht, dann wär's ja. Wär's nix. Ha! Ha! Da haben wir das! Da haben wir es erfasst. So, weiter da geht's. War der Witz. Die Gondwana-Land, das Gondwana-Land ist eine beliebte Attraktion im Leipziger Zoo. Also ist das ja aktuell das Arbeitsblatt? Das Gondwana-Land ist eine beliebte Attraktion im Leipziger Zoo. Mit einer Grundfläche von 16.500 Quadratmetern ist das Gondwana-Land die größte Tropenhalle. Och nein, jetzt bin ich in meine eigene Granate gelaufen, Mann. 90% der grünen tropischen Gewächse. Jo, also wir hören jetzt hier. Wir hören jetzt hier. Gibt den Inhalt der mit tropischen Gewächsen bepflanzten Fläche an. Also soll ich jetzt ganz einfach Prozent Errechnung machen? Genau das sollst du machen. Genau das ist dein Problem, Alex. Du weißt nichts. Was haben wir? Grundwert. Also ihr müsst wissen, ich bin 8. erst 10. Also von daher, ich kenne mich da nicht aus. Mit P. Was ist denn das für ein... Ist das 9. oder 10.? Das ist 9. Klasse, glaube ich, Prozentrechnung. Nein, ich meine mit P und Pi und den ganzen Scheißdreck. Das müsstest du nein machen. Okay, also... Oder unter 10. Dann habe ich recht, dann weiß ich nicht, von was ich rede. Nein. Weil... Was hätte ich jetzt hin? Außer du hast schon mal das Wort trigonometrische Funktion. Nein, hab ich. Ach, deine kranke Uhr!
Jetzt weiß ich. Ach, die kranke Uhr. Genau. Was ist auch was? Die trigonometrische Uhr. Och Mann, ey, was ist denn das bitte die heute? Aber falsch, ne? Die geht ein paar Pies ja, komm, vor, du läufst auch falsch, Alter. So, Leute. Jetzt ist Schluss, Mensch. Ja, wir sind am Losen. Ne, wir sind am Gewinnen. Ich habe keine Punkte. Ach, ist das binsig. So, meine lieben Freunde, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bleibt babomäßig. Das war mein Abschied. Bleibt.